Was sind die wahren Gründe, warum die Partei, die basisdemokratische Partei, gescheitert ist, unabhängig jetzt mal, und warum sie auch keine Chance hat, die Corona-Maßnahmen zu beenden und so weiter. Und der erste Fehler, den mache ich nur kurz vorab, weil der relativ unwichtig ist, nämlich sie fußt wie so vieles in unserer Gesellschaft auf der Idee, die Wähler wollten unbedingt die Arbeitsteilung, ich Bäcker, ich Verkäuferin, du Politiker, diese Arbeitsteilung aufkündigen. Dafür spricht's aber nichts. Die Menschen wollen vielleicht, dass das System frei wird von Korruption, Lobbyismus, Konzerneinfluss, aber sie wollen deswegen nicht gleich die ganze Arbeitsteilung aufkündigen und die Arbeit des Regierens wieder selber übernehmen. Ja, das heißt, die Basis hat schon Pust auf diesem falschen Konzept, dass 45, 47 Millionen Wählerinnen in Deutschland gerne das Land wieder selber regieren würden und sich den ganzen Tag um Politik kümmern möchten und so weiter. Das möchten sie nicht. Sie möchten als Verkäuferin das nach wie vor, ich mache meinen Verkäuferjob und du Politiker machst in meinem Auftrag das den Regierungsjob. Ich möchte nur, dass du den vernünftig machst und das geht nur über die Partei des Gemeinwohls, nämlich nur darüber, dass man Gemeinwohlwirtschaft praktiziert. Anders geht das nicht. Ja, also hier nur über die Partei des Gemeinwohls ist es möglich, dass das Land so wird, dass wir Bürger alles im Griff haben, ohne mit fast null Zeitaufwand haben wir das ganze Land im Griff mit der Partei des Gemeinwohls und müssen nicht den ganzen Tag uns mit Politik beschäftigen und uns in komplizierte Volksentscheide und was auch immer einarbeiten, sondern das ist ganz easy, kostet kaum Zeit, die Wohlfühlstimme zum Beispiel als neue Wahlstimme kostet kaum Zeit, ist aber ein basisdemokratischer Dauervolksentscheid und damit ist dieses Problem gelöst. Hier unten rechts an das rundliche Ding anklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht Freude. Ja, und jetzt geht's weiter. Das war jetzt der unwichtige Grund, die wichtigsten Gründe, warum die Partei, die Basis scheitert. Ich mache nochmal den zweiten unwichtigen Grund. Ja, der zweite unwichtige Grund ist der, dass man generell gegen ein marktwirtschaftliches System, das automatisch eine Diktatur darstellt, gar keine Chance hat. Denn die Ausschaltung jeglicher Diskussion gehört zum marktwirtschaftlichen Prinzip. Im marktwirtschaftlichen Prinzip, wenn eine Sparte der Gesellschaft, eine Industrie wie im Moment die Gesundheitssparten, wenn die sehr erfolgreich ist oder wie damals bei Hitler sehr erfolgreich, die Stahlsparten, die Waffensparten und die chemisch-pharmazeutischen Sparten mit ihrem Verkauf von Zyklon B zwecks Vergasung von Juden, wenn so eine Sparte richtig am Drücker ist und mal wieder die Zeit gut dafür ist, einen kräftigen Schluck aus der Pulle nehmen zu können, die Konstellationen sehr günstig sind, sehr wirksame Kommunikatoren da sind, so wie Hitler, Goebbels, Drowy, Lau und so weiter, dann ist es sozusagen so, dass es dann die Marktwirtschaft, die Diktatur der Sparten, also Marktwirtschaft, ist gleich grundsätzlich immer Diktatur, also Scheindemokratie, Pseudodemokratie und immer gleich Diktatur. Und diese Diktatur führt dann dazu, dass es zu der Aufhetzung, zu einem Volkszorne kommt, so dass die Bevölkerung, ja, sozusagen schon fast schon mit dem Knüppel losgeht und damals die Juden gezwungen hat,
die Zyklon B zu konsumieren zu müssen. Wir werden jetzt heute dann vielleicht mit dem Knüppel gezwungen, Imp B konsumieren zu müssen. Und damals hat man auch sozusagen wurden dann die Polen, Belgier, Franzosen und so weiter, wie sie alle heißen, auch gezwungen, die Bleikugeln und Bombensplitter und Granatsplitter unserer Waffenindustrie zu konsumieren, was dann eben die entsprechenden Umsätze und Gewinne gebracht hat. Ja, also, aber ich mach's mal systematisch. Das Grundproblem war, dass in der Partei die Basis einmal zu viel Rechtsanwälte sind. Ja, und wenn man jetzt nochmal an die Rechtsanwälte denkt, dann ist es ja für jeden denkenden Menschen eigentlich Pflichtliteratur, aber es gibt ja kaum denkende Menschen, ja, dass hier zum Beispiel auf unserer Seite nextscientistsforfuture.de oder hier abgekürzt nexts4f.de können Sie direkt abschreiben und eintippen. Da finden Sie also hier, ja, schön, finden Sie unter das Wirtschaftsmagazin hier Professor Richard Dawkins, das egoistische Gen. Das ist der sogenannte Wikipedia. In Wikipedia findet man so Formulierungen wie der weltweit wichtigste Denker mit seinem inspirierendsten wissenschaftlichen Werk aller Zeiten, so gesagt von der Royal Society. Und wenn Sie das hören, wie ich da das lese und kommentiere, dann handelt es sich darum, dass er selbst erfahren hat, dass unser jetziges System nicht funktioniert, weil Rechtsanwälte quasi gezwungen sind, durch die Wettbewerbsbedingungen und Marktbedingungen gezwungen sind, den Kunden Schaden zuzufügen, weil nur so sie ausreichend viel verdienen können. Ja? Und damit hat er eigentlich begriffen, dass Marktwirtschaft generell daraus besteht, eine Gehirnwäsche auszustrahlen und Schaden zuzufügen und dass das Rechtsanwälte tun, Ärzte tun, alle Sparten der Gesellschaft das tun. Also das ist eigentlich hier absolute Pflicht, das hier anzuklicken und jeder denkende Mensch kennt das schon und wer das nicht kennt, ist halt leider kein denkender Mensch. Das war's dann. Also das ist, denn jeder intelligente Wissenschaftler stolpert irgendwann über Professor Richard Dawkins, den aktuellen Charles Darwin Nachfolger, den Vorläufer des Weltrates und der Next Scientist for Future. Und wer darüber nicht stolpert, der hat von echter Wissenschaft noch nie eine Ahnung gehabt. Der kann sich Pseudowissenschaftler nennen, aber das ist dann schwierig mit dem, kann es Ausnahmen geben. Im Weltrat hat es wahrscheinlich auch nicht jeder gelesen, aber dann hat er es woanders her die gleiche Erkenntnis gewonnen. Aber diese Grunderkenntnis, also da lernt man erst einmal, ja, Rechtsanwälte sind gefährlich, die haben falsche Vorstellungen und die leben auch in einer Welt, in der es überall Schuldige gibt und wo man ständig Konflikte schürt und wo man Leute angreift und wo man sie verklagt und so weiter. In solch einer Fantasiewelt leben Anwälte, weil das ihr Geschäftsmodell ist, weil sie davon leben, eine solche von vorteilbringenden Irrtümern geprägte Welt sich zu haben. Und diese hat leider eine sehr große Nähe zu den Verschwörungstheoretikern. Man könnte sagen, vermutlich waren die ersten Entwickler von Verschwörungstheorien Juristen, weil da gibt es dann immer den Verbrecher, den man verklagen kann, der vermeintlich verurteilt wird. Aber da zeigt sich schon die erste Absurdität des Ganzen. Man kann dann versuchen, die Leute zu verklagen und der Anwalt verdient auf jeden Fall daran,
aber es kommt nie was bei raus. Ja, denn wie realistisch wäre es gewesen, den Adolf Hitler zu verklagen und den Goebbels zu verklagen, diese Propagandisten und Kommunikatoren damals der Waffensparten, der Stahlsparten und der chemisch-pharmazeutischen Industriesparten, diese Kommunikatoren, diese zu verklagen und zu verurteilen zu lassen, wäre unmöglich gewesen. Eher wäre dann der lebenslänglich oder ein Kopf kürzer gemacht worden, der da die Klage hätte versucht hat zu stellen. Ja? Und genauso ist es heute auch. Also auch heute würde nie eine Klage gegen Frau Merkel oder Drowi Lau, also diese Kommunikatoren, angenommen werden. Es ist undenkbar, aber in solchen Traumwelten leben eben schon Juristen. Ja? Und das führte dazu, dass die Partei also so die Illusion hatte, wir können die Marktwirtschaft als die eigentliche Systemursache dieses Skandals können wir belassen. Wir müssen ja nur die einzelnen Verbrecher identifizieren und aburteilen lassen. Und dann ist ja die Welt der Marktwirtschaft wieder in Ordnung. Also in der Talkshow, da war doch der Rechtsanwalt Dirk Sattelmeier mit mir in der Talkshow von der Basis, von der großen Talkshow hier in Köln von der Basis. Und genau das erinnere ich mich auch dran, dass das Problem war, dass er sagte irgendwie, ich bin ja vereidigt auf dieses System und auf diese Verfassung und auf diese Marktwirtschaft und so weiter. Und da können wir doch nicht alle so an einen Systemwechsel denken. Und damals habe ich schon die einzige realistische Beratung denen gegeben. Wenn ihr den Wechsel von der Marktwirtschaft zur Gemeinwohlwirtschaft nicht vollzieht, könnt ihr eure Partei vergessen. Das interessiert nämlich niemanden, dass es Leute gibt, die denken, man könne in verschwörungstheoretischer Manier Verbrecher identifizieren, vor Gericht bringen, aburteilen lassen und ansonsten wäre die Marktwirtschaft in Ordnung. Sie ist es nicht. Die Marktwirtschaft ist die Ursache aller Phänomene. Und das hat die Partei, die Basis, immer noch nicht begriffen. Man hört immer noch nichts von dem einzigen Wechsel, der was bringen würde, von der Marktwirtschaft zur Gemeinwohlwirtschaft. Jetzt muss ich aber doch mal ein paar Sätze dazu sagen, warum denn die Marktwirtschaft notwendig die Ursache von allem Schlechten ist. Warum die Marktwirtschaft grundsätzlich in den letzten 400, 300, 200.000 Jahren alles zerstört hat und warum Hitler ein ganz normales marktwirtschaftliches Ereignis ist, und warum auch heute der Gesundheitsskandal auch nur ein ganz normales marktwirtschaftliches Ereignis ist. Schauen wir es uns doch mal an. Vielleicht noch ganz kurz erst nochmal der Hinweis. Die können dann auch vieles hier nachlesen natürlich, indem sie hier, wo ist es, mach mal das Mäuschen ein bisschen weg. Ich habe ja in der Talkshow da auch auf die weltberühmte Gemeinwohlökonomie von Christian Felber hingewiesen und so weiter. Ja, Marktwirtschaft ist gleich pseudodemokratische Diktatur per Gehirnwäsche der Sparten. Ne? Damit ist eigentlich alles gesagt. Ja, also das können Sie, Sie können vielleicht das hier noch mitlesen, aber zum Beispiel die weltweite Seuche der Marktwirtschaft hat mit all ihren Giften und so weiter alle Immunsysteme stark geschwächt und anfälliger gemacht für Viren und so weiter. Gemeinwohlwirtschaft würde zu so gewaltiger Immunstärkung führen, dass Viren und so weiter sehr viel weniger Chancen haben. Das heißt also,
Ich würde auch, der hätte der Basis sowieso empfohlen, nicht in Konfrontation mit einem gerade in Schürung begriffenen Volkszorne zu geraten, sondern ich hätte ihn sehr dringend dazu angerufen, ausschließlich maximal solch eine milde Formulierung zu formulieren, so quasi gar nicht über das Symptom aufregen, über den jetzigen Gesundheitsskandal gar nicht aufregen, nur generell sagen, dass Marktwirtschaft mit ihren Giften und allem anderen unsere Immunsysteme stark geschwächt hat und dass wir in der Gemeinwohlwirtschaft eine drastische Immunsteigerung erzeugen und dann wären ja alle diese Probleme gelöst und würden sich nie wieder wiederholen. So, und dann haben wir jetzt noch hier naturwissenschaftlich bewiesen, Marktwirtschaftsgesellschaften können wegen zwangsläufiger Etablierung einer von Gehirnwäsche geprägten Scheindemokratie grundsätzlich nicht funktionieren. Nur Gemeinwohlgesellschaft kann funktionieren. Also DDR kann nicht funktionieren, aber auch Kapitalismus kann nicht funktionieren. Niemals. Also müssen wir hier, wie es da steht, Marktwirtschaft ersetzen durch Gemeinwohlwirtschaft, ist Weltrettung und Geldrettung, macht uns also unendlich viel reicher auch, ja, was übrigens die GBÖ, die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, eventuell nicht kann. Also da muss man unterscheiden. Es gibt eben verschiedene Varianten der Gemeinwohlwirtschaft, aber so, bleiben wir jetzt doch mal bei dem allerersten Satz auf dieser Parteiseite, der da relevant ist, nach der Vorstellung der Gemeinwohlökonomie. Marktwirtschaft ist gleich pseudodemokratische Diktatur per Gehirnwäsche der Sparten. Das hat die Basis nicht begriffen und weil sie das nicht begreift, ist sie eine nutzlose, sinnlose Partei und wird jetzt Geschichte, also dümpelt jetzt vor sich hin, bis sie irgendwann ganz kaputt geht, ne? Aber noch werden sich Leute an den tollen, hohen Mitgliedsbeiträgen bereichern, denke ich mal, und so weiter. Da werden Leute in die Kasse greifen, vermute ich mal, oder einen Weg finden, davon leben zu können. Das sind immerhin fast 600.000 Euro Mitgliedsbeiträge pro Monat. Davon lässt sich schon leben für manche Leute. So, dann gucken wir doch mal. Also, und zwar gehe ich das mal so an hier. Also noch einmal kurz vorab, bevor ich es begründe und naturwissenschaftlich beweise, dass dem so ist. Also über Pseudokommunismus, DDR, soziale Dreigliederung brauchen wir gar nicht reden. Sowas linksextremistisches oder kranklinkes zerstört alles und der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft, neoliberale, marktradikale, bösartige, patriarchale, kapitalistische, soziale Marktwirtschaft zerstört auch alles. Den Linksradikalen kann man sagen, ja, Leute, es gibt eine Form des Kommunismus, nämlich die gemeinwohlwirtschaftliche Form des Kommunismus. Wir können euch also echten Kommunismus ermöglichen, aber leider ist es dann ein Leistungs- und Wettbewerbs- oder Leistungswettbewerbskommunismus. Also ein Kommunismus wie in so ein DDR Kommunismus mit Ausblendung von Leistung und Wettbewerb, Rausblendung aus dem Kommunismus, der hat noch nie funktioniert, weder in der Welt der Menschen noch in der Natur jemals funktioniert. Der kann nicht funktionieren. Also nur ein Leistungswettbewerbskommunismus kann euren Wunsch nach Kommunismus befriedigen, der würde funktionieren, weil er im Prinzip eine Variante der Gemeinwohlwirtschaft und Gemeinwohlgesellschaft wäre. Also das funktioniert aus meiner Sicht am besten, am allerbesten die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, der Next Scientist for Future. Und dann schon wieder wirtschaftlich nicht so günstig, volkswirtschaftlich eher. Die österreichische Wirtschaftskammer hat ja gesagt, der Grundansatz von der Gemeinwohlökonomie ist ja gut, sag ich jetzt mal. Aber die Wirtschaftskammer Österreich hat zu Recht gesagt, ja, Vorsicht, das könnte unsere Volkswirtschaft eher schwächen, also uns eher Geld kosten. Ja, und das sehe ich genauso, weil der Christian Felber da einige linksradikale Gags eingebaut hat, die man nicht einbauen sollte in einen Staat. Ja, so, aber jetzt gucken wir mal weiter. Also, wo sind wir denn? Hier, jetzt geht's los. Also hier,
Die Marktwirtschaft besteht aus Sparten. Hier könnten Sie sich jetzt alle Sparten, die Sie kennen, der Gesellschaft eintragen nach Belieben. Ich habe das mal in Form einer Kritzelei gemacht. Ich hoffe, Sie entschuldigen die Kritzelei. Und da ist auch das Wesentliche, dass das, was so sozial klingt, sozial, dass das auch reine, die Sozialsparten, marktwirtschaftliche Sparten sind, die auch nur riesige Schäden anrichten, dafür sorgen, dass es möglichst viele Arbeitslose und Obdachlose gibt, damit die Sozialspartler richtig schöne große Karrieren machen können. Und das ist jetzt gleich wichtig. All das läuft nicht bewusst. Das sind keine Verschwörer, es sind keine Verbrecher, die man vor Gericht stellen könnte. Das kann man generell nicht, weil die sich ihrer Schuld ja gar nicht bewusst sind. Die ruinieren die ganze Gesellschaft, die Sparten, die Weltsozialsparten, die Nahrungssparten vergiften gerade die ganze Menschheit und machen sie krank. Die Gesundheitssparten machen sie krank, das darf ich sagen, weil ich selber früher auch zu dem Verein gehört habe, mehr oder weniger, und selber dann gemerkt habe, dass wir die Leute krank machen und dadurch unser Geld verdienen, dass wir die Leute krank machen und krank halten und chronifizieren. Die Waffensparten, die Alkoholsparten, Tabaksparten, alle Sparten schaden uns, die Marktwirtschaft, in der Marktwirtschaft gibt es praktisch nichts, was nicht uns allen schadet, ne? Und womit wir uns nicht alle gegenseitig schaden. Ja, hier und nochmal umgedreht, da kann man manche Sachen besser lesen. So, und jetzt ist das nach wie vor im Moment das entscheidende Bild, nämlich dass wie die Diktatur der Sparten insgesamt funktioniert. Also Marktwirtschaft ist Diktatur, sie hebelt also jede Scheindemokratie ist, also in Demokratie in der Marktwirtschaft kann immer nur Scheindemokratie sein, sie kann niemals echt sein. Das geht nicht. Warum? Weil die Sparten alle dann am meisten Gewinn machen können, wenn sie uns Schaden zufügen. Ja? Also wenn sie möglichst viele Alkoholiker, möglichst viele Rauchsüchtige, möglichst viele Zuckersüchtige, möglichst viel Esssüchtige erzeugen, möglichst viel Patienten, also chronisch Kranke erzeugen. Also jede Sparte kann in der Marktwirtschaft, das ist der Unterschied zu der Gemeinwohlwirtschaft, da kann jede Sparte nur verdienen, je besser es den Menschen geht. Und in der Marktwirtschaft kann jede Sparte letztendlich nur verdienen, je schlechter es den Menschen geht. Wie vorhin schon beim Rechtsanwalt gesagt, je mehr ein Streit geschürt wird und aufgehetzt wird, eine Situation zu maximalem Streit, und je schlechter es den Beteiligten geht, desto mehr verdienen die Anwälte, die letztendlich desto größer mehr bereichern sich alle aus dem Umfelde des Juristischen im weitesten Sinne, Jura und Polizei und alles und so weiter, ja. Und ja, je mehr Streit in der Gesellschaft kommt, desto mehr verdient dann auch die Sicherheitssparten und so weiter. Ja, also alles bläht sich dann auf erfolgreich, wenn es uns beschissen geht. Ne, das ist Marktwirtschaft. Und in der Gemeinwohlwirtschaft kann in jeder Sparte ein Mensch nur überleben, wenn er uns nur Gutes tut. Das ist der große Unterschied zwischen Gemeinwohlwirtschaft und Marktwirtschaft. So, und in der Marktwirtschaft ist es so, da fliegen hier Geldscheine, Geldscheine hier, Eurozeichen soll das sein, in die Politik, in die Parteien, zu den Spielfilmemachern, zu den Journalisten, zu den Universitäten, zu den Professoren und so weiter, zu all den Pseudowissenschaftlern, die wir überall haben, ja. Und dann fließen aber auch noch die vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten auch noch überall hin. Am Ende haben wir eine Situation, dass also hier der gesamte Propaganda, Gehirnwäsche und Manipulations- und Werbeapparat, das ist das, was also unser Denken formt, das ist voll von den vorteilbringenden Irrtümern, von hunderten, tausenden vorteilbringenden Irrtümern, von diesen vielleicht 100 Sparten der Gesellschaft.
Und alles, was wir abkriegen als Menschen ab dem ersten Tag nach unserer und ab dem ersten Tag seit unserer Geburt, werden wir gehirngewaschen mit vorteilbringenden Irrtümern. Dadurch haben wir gar keine Möglichkeit mehr, an Wahlen sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Wir werden gewählt, also unser Gehirn wird so geformt, dass wir das für richtig finden, was wir wählen. Also unser Gehirn wird im Moment aufgeputscht zu einem Volkszorn gegen die Ungeimpften, so dass wir dazu neigen, mit dem Knüppel hinzugehen und zwar nicht einer, wie damals bei Hitler sozusagen, die Juden einer Zyklon B Konsumbehandlung, also einem Zyklon B Konsum, Giftgaskonsum zuzuführen und damit die Giftgasfirma schönen Umsatz machen kann und gutes Geld verdient, sondern im Moment neigen wir dazu, mit dem Knüppel die Ungeimpften dann zum Konsum von Imp B zu zwingen sozusagen. Damit eben die Firmen, die Imp B herstellen, dann wahnsinnig viel Geld verdienen können. Und insofern, wir wollen nicht, wir werden gewollt. Ja? Wir wollen nicht, wir werden gewollt. Das ist Marktwirtschaft. Und da wir gewollt werden, werden wir auch gewollt, das Richtige zu wählen. Und deswegen hat das überhaupt nichts mit Demokratie zu tun. Also, Sie müssen mindestens jetzt, wenn Sie Ihr Leben retten wollen und überhaupt jemals richtig leben wollen und jemals ein glückliches Leben kennenlernen wollen, erstmals in Ihrem Leben, dann müssen Sie jetzt mit aller Ihrer Kraft die Partei des Gemeinwohls unterstützen und alles dafür tun, dass die dann die 56% Wählerstimmen bekommt, die unsere Professoren in einer Testwahl bekommen hatten. Und das ist unsere einzige Chance politisch, oder sie steigen aus und leben in Kommunen unter unserer Supervision, so dass sie dort dann richtig leben lernen, trotz außenrum Marktwirtschaft, was aber sehr schwierig ist, weil nämlich auch dann in der Kommune von außen immer wieder ein Ansturm dieser vorteilbringenden Irrtümer stattfindet, immer wieder der Versuch, unsere Gehirne wieder so zu waschen, dass wir dann gemeinschaftsunfähig, dass wir vor allem unfähig werden, anders zu leben als in der Marktwirtschaft. Ja, glücklicher zu leben, gesünder zu leben und länger zu leben als in der Marktwirtschaft. Also insofern sind das schwierige Aufgaben. Mir erscheint es manchmal einfacher, wenn jetzt alle einfach die Partei des Gemeinwohls ganz als einziges unterstützen. Aber wie gesagt, jetzt unterstützt man die Partei, die Basis, ja, das heißt also, da ja hier alles voll ist, die Unis und alles, alle Köpfe voll sind mit den vorteilbringenden Irrtümern, damals voll waren mit den vorteilbringenden Irrtümern der Waffensparten, der Stahlsparten, der chemische, pharmazeutische Sparten mit ihren Judenvergasungsgiften und Geschäftsmodellen und so weiter. Und die Kommunikatoren, damals Hitler und Goebbels, ja, also da, dagegen war nichts zu machen. Dagegen hätte jeder versucht, dagegen einen Prozess führen zu wollen, wahrscheinlich zum Todesurteil gegen jeden geführt, der das versucht hätte. Und ähnlich ist es heute. Man kriegt, also heute wird derjenige, der das ernsthaft versucht, erhält ein soziales Todesurteil und wird von der Gesellschaft ausgesondert, weil so geht das nicht. Es gibt nur entweder aussteigen in Kommune oder Wechsel von Marktwirtschaft zur Gemeinwohlwirtschaft und alles andere ist zum Scheitern verurteilt, ja. Und ja, und dann muss man in den Kommunen, hat man immer das Problem, dass dann die Leute auch immer diese Argumenteprüfung, also die Argumenteprüfung, die wo irr ich mich, wo irrst du dich Prüfung, der weichen die Leute immer wieder aus. Und weil sie immer wieder
ihre vorteilbringenden Irrtümer sozusagen zu verteidigen neigen, so nach dem Motto, ach, das habe ich mir mühsam angearbeitet, das ist jetzt doch mein Wissensschatz, den kann ich doch nicht, ich kann doch nicht zulassen, dass ich erkennen muss, dass das alles vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten waren und ich nichts anderes bin als angefüllt durch mein Studium, nichts anderes bin als angefüllt mit Unwahrheiten, vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten und das halte ich fälschlicherweise für einen Wissensschatz, obwohl es ein Unwahrheitsschatz ist. Ja, also ja, das müssen wir sehen, vielleicht kriege ich demnächst Besuch, mal gucken, ob wir dann im persönlichen Gespräch das dann klären kann. Ja. Ja. Ja gut, also in der Partei Die Basis ging es eben mehr darum, als Rechtsanwalt im verschwörungstheoretischen Sinne an Prozessen gegen vermeintlich Schuldige, die sich ja aber laut naturwissenschaftlicher Erkenntnis, was ich ja auch beim Corona-Ausschuss den Leuten gesagt habe, dass es sich da um vorteilbringende Irrtümer handelt, deren sich die Leute nicht bewusst sind, so dass sie sich auch keiner Schuld bewusst sind, so dass man vielleicht auch gar nicht von einem Vorsatz oder bedingten Vorsatz sprechen kann, sondern aus dem Irrtum heraus können Menschen auch getötet werden und das ist aber für Juristen nicht denkbar. Die suchen immer einen Schuldigen, den sie verklagen können und wo sie dann Geld verdienen können mit. Und das hat die Partei Die Basis ruiniert natürlich und dabei hatte Die Basis die Chance. Beim Corona-Ausschuss hätten sie nur auf mich hören müssen, dann wäre der Kurs korrigiert worden. Dann bei den Talkshows mit Die Basis hätte Die Basis nur auf mich hören müssen, der Dirk Sattelmeier auf mich hören müssen und die anderen, dann hätte man den Kurs der Partei noch korrigieren können. So, die haben sich als beratungsresistent erwiesen, sind also nicht klug genug für diese Welt, also wird diese Partei sterben, so sicher wie das Beamen in der Kirche, weil sie letztendlich als Marktwirtschaftspartei ja keinerlei Alternative zu den anderen Parteien. Marktwirtschaftsparteien haben wir mehr als genug. Ja? Der einzige Marktlücke ist, dass wir hatten eben noch keine Partei des Gemeinwohls, also keine Gemeinwohlwirtschaftspartei. Und jetzt haben wir die erste und darin liegt die einzige Chance. Das heißt, die Basis könnte sich jetzt ummodeln in eine Gemeinwohlwirtschaftspartei, wir würden sie dabei beraten und dann könnte was doch was draus werden. Aber so geht es leider nicht. Ja? Ja, und noch einmal, warum haben wir keine Chance jemals? Warum läuft das in der Marktwirtschaft immer in Richtung Ausschaltung jeglicher Diskussion? Ja, also bei Hitler und Goebbels und so weiter lief es wohl so, da wurden ja so lange vorteilbringende Irrtümer ausgestreut, dass die Juden absolute Volksschädlinge wären, dass sie sozusagen schädlich für die Volksgemeinschaft seien und so weiter. Und die Leute wurden so, alles wurde so überschüttet mit diesen vorteilbringenden Irrtümern, dass dann der Volkszorn geschürt wurde, die 80% der Bevölkerung wütend und zornerfüllt auf die Juden geblickt haben und dann nichts mehr gesagt haben, wenn dann die Gestapo die Juden aus den Wohnungen gezerrt hat, ins KZ gebracht hat und sie dort konsumieren mussten Zyklon B und der Umsatz von Zyklon B für die chemisch-pharmazeutischen Sparten sich wunderbar maximierte sozusagen. Ja? Und genauso ist es heute auch. Jetzt wird hier auch wieder, wenn die Sache recht erfolgreich ist, dann wird so lange hier überall werden die vorteilbringenden Irrtümer so massiv wiederholt, dass alles die Bevölkerung in einen Volkszornrausch kommt sozusagen und 80% der Bevölkerung nichts mehr sagen, wenn dann die Ungeimpften mit Gewalt niedergeknüppelt werden und zwangsweise konsumieren müssen, das Produkt Imp B. Ja, und dann eben entsprechende Industrien und Sparten wieder Milliardengewinne machen, sozusagen. Und
dieser Mechanismus gehört zur Marktwirtschaft dazu, dass immer, wenn es wirklich ernst wird, kommt dann auch, und wenn wirklich eine Sparte mal so richtig erfolgreich ist, dann wird eben, kommt es zu diesem Volkszorn, und der hat quasi die Aufgabe, jegliche Diskussion aus gesellschaftliche Diskussion zu beenden und auszuschalten. Und das hat man auch jetzt erreicht. Die Masse der Bürger will gar nicht mehr mit den Ungeimpften diskutieren. Ja, da könnten sie ja dann erfahren, dass man aus naturwissenschaftlicher Sicht einfach sich ganz, ganz sicher ist, dass die Gesundheitssparten viel mehr zerstören, als sie nutzen, also viel mehr Schaden anrichten, als sie nutzen, und das von Anfang an. Ja, und wenn man das weiß, dann würde man nämlich sagen, oh, die Ungeimpften sind die einfach, die marktwirtschaftskritisch sind, die einfach sagen, ja, die Gesundheitssparten haben gar keine andere Wahl, als uns krank zu machen, weil sie sonst kein Geld verdienen würden. Ja. Ja, stellen Sie sich vor, die Gesundheitssparten würden jetzt alles tun und darauf hinwirken, dass wir uns alle kerngesund ernähren, dass wir Sport machen, dass wir sauberes Wasser kriegen, saubere Luft kriegen, alles giftstofffrei, alles blitzesauber. Wovon sollten dann bitte schön die noch sich bezahlen lassen und für was? Geht nicht. Es geht in der Marktwirtschaft nicht. In der Marktwirtschaft wird immer nur bezahlt, je mehr Kranke in der Gesellschaft, desto mehr Profit für alle Beteiligten. Ne? Also ist das Wirtschaftsziel der Gesundheitssparten die Erzeugung möglichst vieler Kranker. Und das ist nicht bewusst. Auf der bewussten Ebene ist immer das Gegenteil das Ziel, auf der nicht bewussten Ebene findet aber das tatsächliche Handeln wirkt sich so aus, dass tatsächlich die Bevölkerung krank gemacht wird mit allen Mitteln. Ja? Und wie soll es auch anders sein? Ja? Erst in der Gemeinwohlwirtschaft, wo ist es, wo sind die Bilder? Erst in der Gemeinwohlwirtschaft dreht sich ja die Situation um. Dann ist es nicht mehr der Irrtum, der Vorteile bringt und einem ermöglicht, viele Nachkommen, leibliche Nachfolger und geistige Nachfolger zu haben, sozusagen, die dann all die vorteilbringenden Irrtümer auch weiter transportieren durch die Generation, sondern dann ist es so, in der Gemeinwohlwirtschaft tauschen sich die Plätze. Was vorher zum Aussterben verurteilt war, nämlich Wahrheit, rückt an diese Stelle und wird in der Gemeinwohlwirtschaft so stark belohnt über die Verdienstzuschüsse. Es wird ja in der Gemeinwohlwirtschaft gemessen, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Das heißt, jetzt verdient der Arzt, der alles dafür tut, dass wir nie krank werden, der verdient am meisten Geld. Und dadurch wird die Medizin dann darauf hinwirken, dass wir alle immer gesünder werden. Ja, das heißt, die Marktwirtschaft führt zwangsläufig dazu, dass sich lauter Irrtümer anhäufen, vorteilbringende Irrtümer, die uns alle krank machen, wodurch das ärztliche Handeln so gelenkt wird, dass sie uns alle krank machen. Und in der Gemeinwohlwirtschaft drehen wir das Ganze um. Da lohnt sich die Wahrheiten, die uns helfen, gesund zu werden und zu bleiben. Die werden belohnt und dann der Arzt, der eigentlich dafür sorgt, dass es um ihn herum überhaupt keine Kranken mehr gibt, der wird am meisten belohnt, ne? Und verdient am meisten für seine gute präventivmedizinische Leistung. Ja? Sein kostenloses Freizeit- und Wochenendkursangebot mit faszinierenden Kursen, die uns allen helfen, von Kuschelparty bis Massage über Ernährungskurse, was auch immer, tanzen, singen, musizieren, gemeinsames Musizieren und alles, was unser Immunsystem stärkt und so weiter. Ja, das tut dann der Arzt der Zukunft in der Gemeinwohlwirtschaft und schon gibt es keine Kranken mehr. Das heißt also,
Die Marktwirtschaft zerstört alles. Die Gemeinwohlwirtschaft rettet alles. Ja, also dann können wir jetzt wieder hier zurückgehen, können wir hier so schauen. Marktwirtschaft habe ich jetzt gezeigt, naturwissenschaftlich logisch, also quasi, wo ist der Beweis des Ganzen? Wenn also Charles Darwin recht hat oder es gibt das Naturgesetz von Mutation und Selektion beziehungsweise Variation und Selektion, dann kann es nur so sein, dass sich in der Marktwirtschaft, dass ausschließlich Irrtümer zu Erfolgen führen und Fortpflanzungserfolgen und Nachfolgererfolgen und so weiter. Und in der Gemeinwohlwirtschaft ist es genau umgedreht, da können nur Wahrheiten zu Erfolgen führen. Und sie müssten jetzt beweisen quasi, dass die Evolutionsbiologie sich irrt, dass das Naturgesetz von Mutation und Selektion oder Variation und Selektion falsch ist. Sie müssten erklären können, die Quadratur des Kreises oder dass ein Fluss bergauf fließen kann, größere Strecken, ja, müssten sie jetzt beweisen, dass hier der Arzt, der den Menschen hilft, dass sie möglichst nie krank werden, wie der in der Marktwirtschaft bitteschön überleben soll. Geht nicht. Er kriegt nur für jeden Kranken und die Behandlung eines Kranken in der Marktwirtschaft Geld. Das ist das fehlerhafte Anreizsystem. Also kriegt er kein Geld. Wenn alle gesund sind, ist er pleite, kann seine Praxis schließen in der Marktwirtschaft. Und da aber niemand pleite gehen will und seine Praxis schließen möchte, macht er weiter mit dem Krankmachen, das er ja gelernt hat und das er ja gar nicht bemerkt, weil er einfach nur die vorteilbringenden Irrtümer, die in der Sparte gelehrt werden, in der Industrie, in der Medizinindustrie, die fälschlicherweise an den Universitäten angesiedelt ist, obwohl sie nichts anderes ist als eine Fastfood-Industrie, wenn eine Fastfood-Industrie ihre falschen Irrlehren über Ernährung vermittelt, dann werden wir das ja hoffentlich auch nicht so bald an den Universitäten ansiedeln. Wieso man aber die Irrlehren einer Medizinindustrie an den Universitäten angesiedelt hat, kann nur den Grund gehabt haben, dass man eine staatliche Überwachung über diese gefährlichen Leute haben wollte und dachte, durch die Universitätsansiedlung könne man da die Kontrolle und die Staatsexamina und die Staatsprüfung irgendwie leichter handeln, aber man hat dabei übersehen, dass man damit eigentlich eine Fastfood, dass es genauso ist, wie wenn man die Fastfood-Industrie quasi, wenn man die an der Universität ansiedeln würde, würde man sie sofort auch adeln als vermeintliche Wissenschaft, obwohl es sich um Industrieideologien handelt, also um vorteilbringende Irrtümer im Rahmen von grausamen Geschäftsmodellen, die ganze Gesellschaft entweder falsch zu ernähren oder in dem Falle krank zu machen dann bei den Gesundheitssparten. Ne? Ja, also beweisen Sie mir das Unmögliche, dass unter Bedingungen der Evolution ein Arzt, der alles für die Gesundheit der Menschen tut, seine Praxis nicht schließen muss und nicht pleite geht. Und da Sie mir das nicht beweisen können, ist hiermit bewiesen naturwissenschaftlich. Marktwirtschaft bedeutet totale Schädigung aller durch alle. Und Gemeinwohlwirtschaft bedeutet totales Nutzen aller durch alle. Ja, also total nützlich werden von allen für alle. Das ist Gemeinwohlwirtschaft. Ja, da lese ich noch mal ein bisschen hier und dann, ja. Naturwissenschaftlich bewiesen, Marktwirtschaftsgesellschaften können wegen zwangsläufiger Etablierung einer von Gehirnwäsche geprägten Scheindemokratie grundsätzlich nicht funktionieren. Nur Gemeinwohlgesellschaft, GWG, kann funktionieren. Ja, das ist der Satz. Ich guck mal, ob ich da noch einen guten Satz finde. Da war doch noch was. Also, nee, hier können Sie das nochmal, das Ernährungssystem in der Gemeinwohl.
Also, Gemeinwohlwirtschaft repariert alle Schäden, die die Marktwirtschaft angerichtet hatte. Marktwirtschaft ist Diktatur der Sparten. In Marktwirtschaft kann es niemals Demokratie geben. Das ist immer nur Scheindemokratie. Naja, soweit so gut. So, dann schauen wir mal. Also, was ich hiermit gezeigt habe und ich habe die Beweisführung benannt, der Evolutionsbiologie. Marktwirtschaft ist der Teufel, Gemeinwohlwirtschaft der Retter. Und die Basis hat den falschen Kurs gemacht, den Kurs der Rechtsanwälte, der Verschwörungstheoretiker, die überall Kriminelle wittern und träumen davon, Prozesse zu führen gegen vermeintlich Kriminelle, die sich allerdings ja gar keiner Schuld bewusst sind und die man deswegen auch niemals verurteilen kann, denn sie wissen nicht, was sie tun in der Marktwirtschaft. Und ja, dieses Verschwörungstheoretische, also hier, wir Rechtsanwälte stehen zur Marktwirtschaft und zum Grundgesetz dieser marktwirtschaftlichen Erlaubnis, Verfassung sozusagen, und wir können doch nicht das System wechseln, ja, und damit können Sie die Partei in der Pfeife rauchen, ne? Tschüssi, bis bald.